Und es soll halt nicht so sparsam aussehen, sondern es sollen schon wirklich ordentliche Laternen sein, die man auch von Weitem sieht. Die das Licht auch ein bisschen weiter streuen, dass man das aus größerer Entfernung erkennt. Und jetzt müssen wir Querbalken setzen. Oder Querstämme, wie auch immer man das nennt. Mal eben ganz kurz gucken. Ein Kreuz. Nein, natürlich nicht. Bisschen dünner. Und kürzer. So, wir machen alles nach Gefühl, ne? Alles nach Gefühl. Oh, das ist hier echt freies Bauen, du. Das ist hier echt freies Bauen. So, Raster. Also an die höchste Stelle, wenn es irgendwie geht. Bisschen dicker, bisschen länger. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nicht zu lang. Oder doch so. Das ist zu dick. Ich glaube so. Ich glaube so ist ganz gut. Nein! Vorschlaghammer. Irgendwie muss ich auch noch einen Weg finden, wie ich das besser sehe. Irgendjemand hatte da schon mal einen Kommentar geschrieben, wie das noch ein bisschen besser geht mit dem Abschätzen. Aber irgendwie... Also mit Raster funktioniert das überhaupt nicht. Ich glaube, ich muss das ohne Raster machen. An der höchsten Stelle. Ich glaube, wir müssen das echt freihändig machen jetzt. Ohne Raster. Können wir auch mal ausprobieren. Ist auch mal eine Herausforderung. Alles ohne Raster. So. Wenn der Stab erscheint... Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Das funktioniert ganz gut. Frei nach Augenmaß. Hoffentlich sind meine Augen gut. Hoffentlich sind meine Augen gut. Bis jetzt sieht es ganz okay aus, würde ich sagen. Das Schaf können wir gleich mal eben scheren. Ich brauche Wolle. Für Kleidung. Wir haben nämlich sehr viel Baumwolle bei der Gelegenheit. Sorry, wir müssen mal eben ganz kurz das Schaf scheren. Wenn das hier schon rumläuft. So, 32 mal Wolle. Sehr gut. Rennen noch mehr Schafe rum? Tomaten. Blumen. Ich meine, wenn wir ja schon mal sind, ne? Stratzen wir doch mal eben übers Feld. Tomaten. Eigentlich brauchen wir die ja überhaupt nicht. Da hinten ist noch ein Schaf. Oh, wir sind am Rand der Savanne. Wir sind am Rand der Savanne. Wir wissen, was in der Savanne ist. Ja. Ja, ja. Da oben. Da rennt nämlich schon wieder so ein dusseliger Tiger rum. Nein, 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 wir hatten gerade die Jagd. Hey, das sieht richtig cool aus mit den Laternen. Ich glaube, das ist richtig cool. Okay. Wir sind aber noch nicht fertig.
Denn haben wir jetzt alle Holzbalken, haben wir die jetzt alle verbraten? Haben wir nichts mehr? Hat das genau gepasst? Das gibt's ja gar nicht. Das hat genau gepasst. Ja, dann müssen wir neue herstellen. Dann müssen wir wieder zurücklaufen. Ich glaube, die Farbgebung ist auch ziemlich gut. Ich glaube, die ist ziemlich gut. So. Kondition ist wieder da. Einmal Holz. Wieso? Ich habe doch Holz. Ach so, nee, ich habe kein Holz. Ich muss erst Holz herstellen. Rohstoffe. Holz. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir brauchen. So. Einmal Holzstamm. Zweimal Holzstamm. Wie viel haben wir? 8. Ah, machen wir mal 10. So. 10 Stück. Wolle haben wir auch. Ah, wir können mal ein paar andere Klamotten ausprobieren demnächst. Hier fehlt übrigens auch noch ein Balken. Sehe ich gerade. Der muss natürlich hier auch noch hin. Ganz vergessen. Und jetzt kommt's. Boah, ob das wohl funktioniert? Ob das wohl funktioniert, was ich jetzt hier vorhabe? Also mit Raster wird das definitiv... Oder? Warte mal, mit Raster könnte das auch funktionieren. Mit Raster geht's, glaube ich, besser. So ein Winkel? Oder lieber so ein Winkel? Der passt aber nicht so gut. Ich glaube, der Winkel passt noch besser hier. Jetzt noch ein bisschen verlängern. Ah, dann guckt da oben raus. Ah, Mann. Und so? Aber jetzt sitzt er auch nicht richtig. Ich mach's jetzt einfach mal. Ach komm, wir machen das so. Egal. Ist nicht hundertprozentig, aber sieht irgendwie ganz gut aus. Haben wir schon wieder Durst hier und Hunger gibt's ja gar nicht. Ach, wie lecker. Und da wir so viele Tomaten haben, sind ja immer noch nicht ganz genesen übrigens, wenn man mal links auf unseren Energiebalken unten geht. Sind wir immer noch nicht ganz genesen von unserer Jagd. Aber das gibt sich langsam, von Tomate zu Tomate. Jetzt sind wir wieder richtig ausgeruht und sind auch richtig satt. Komm, noch eine. Ich könnte jetzt auch Fleisch auf den Grill schmeißen, aber ich will das irgendwie noch aufsparen für harte Zeiten, wer weiß. Tomaten schmecken ja auch sehr gut. Raster. Hier passt es jetzt nicht. Hier passte das doch genau, ne? Auch nicht ganz genau. Ah, Mann. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Also der Winkel ist okay, aber wir müssen das Raster ausmachen. Das hilft nichts. Und ich muss
im richtigen Winkel hier dran stehen. Ich muss das Ding jetzt... Oh nein, ich muss das auch noch kippen. Das ist vielleicht eine Arbeit jetzt. Wenn ich das direkt von vorne mache, geht das dann? Geht das dann besser? Ich sehe jetzt irgendwie, ich sehe jetzt gar nichts, ne? Ja, super, ja, klasse. Das ist ja toll. So, so muss es eigentlich sitzen. So irgendwie. Ey. Ich setze das Ding jetzt so, ist mir egal. Das ist sau schwierig. Es ist sau schwierig. Ich muss jedes Mal den Winkel wieder neu anpassen. Jetzt muss ich was andersrum machen. War das jetzt der Winkel? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Himmel. Nein. Nein! Das ist schief! Das ist schief! Oh, ich werde da noch ein bisschen mit rumdoktern, glaube ich. Hoffentlich schaffen wir es. Hoffentlich schaffen wir es. Drück mir die Daumen. Wir kriegen das irgendwie hin. So, ich glaube, es ist nicht optimal, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich überlege jetzt gerade... Also wir sind jetzt mit den Laternengerüsten, mit den Laternensockeln, beziehungsweise Masten, weitestgehend fertig. Und ich überlege jetzt gerade, ob wir hier irgendwie noch nachbessern können. Aber ich glaube, ich habe jetzt gerade überlegt, wenn man jetzt das ganz kurz macht, dass man da unten irgendwie noch einen dran... oder so. Oh, das geht ja sogar. Können wir dann noch einen dran pinnen? Nice, das geht ja. Das ist ja cool. Jetzt sieht das durchgehend aus. Oben und unten. Sau cool. Das ist ja nice. Können wir das Ding auch ein bisschen breiter ziehen, dann sparen wir etwas Holz. So. Brauchen wir nicht immer zwei zu verwenden, sondern es reicht dann einer. So, oben weiß ich jetzt gerade nicht. Oben scheint das jetzt irgendwie nicht zu funktionieren. Würde ich aber gerne auch oben verwenden. So. Ich springe jetzt einfach mal hoch. Jawoll. Jawoll. Das ist. Sag mal. Los. Nun. Das ist hier aber auch eine Arbeit, doch. Ist immer noch nicht ganz geschlossen, ne? Egal. Nächster. Holz genug. Wir haben Holz genug. Ah, es ist oben nicht ganz... Aber wer sieht das schon? Wer sieht das schon?
Ist doch egal. Oh, unsere Zitronenbäume sind fertig, sind ausgewachsen und tragen Zitronen. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, weil ja Zitronen so wahnsinnig ergiebig sind. Oh, das ist ja cool. Moment, das müssen wir jetzt mal eben ganz kurz. Ach, sieht schon irgendwie nice aus. Machen wir gleich mit den Zitronenbäumen. Ich möchte jetzt erst Laternen herstellen, weil es jetzt dunkel wird. Es wird dunkel und ich will Laternen. Laternen, Laternen oder Laterne. So, Laterne, Decke, Eisenplatte. Eisen, Eisen, Eisen. Jetzt gehen wir mal nach oben. Die Nacht ist ja lang. Wir brauchen uns ja gar nicht zu beeilen. Aber trotzdem möchte ich mich jetzt irgendwie beeilen. Eisen, Eisen. So, Wolle erstmal hier oben reingepackt. Für Klamotten. Mais haben wir noch. Was haben wir sonst noch? So, Gesteine. Steine, Steine, Steine. Die können wir auch mal eben wegpacken. Diese ganzen Sockel hier. Ein paar lassen wir noch mal im Inventar, wenn wir noch ein paar Laternen mehr herstellen wollen gleich. Aber ich glaube. Sand. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Die eine Blume packen wir auch noch weg. Immer ein bisschen Blumen sammeln. Vielleicht für unseren Wintergarten. Vielleicht als Dekoration in Blumentöpfen vor unserer Haustür. Ach so, Eisenplatte. Eisenplatte. Da brauchen wir mehrere von. Ich stelle einfach mal ein paar her. So, 10 Stück. Stellen wir mal her. So, Eisenplatte. 1, 2, 3. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich stelle einfach mal 10 her. Was soll's? 10 Laternen. Und jetzt bin ich super gespannt. Hoffentlich können wir die jetzt so aufhängen. Mit dem Raster. Ich hätte die gerne irgendwie anders. Kann ich die wieder abbauen? Ist die jetzt kaputt gegangen? Die ist kaputt gegangen. Naja, was soll's. Wir müssen auch mal ausprobieren. So soll die hängen. So soll die hängen. Genau so. Dass man die nicht abbauen kann. Ach, geht ja doch. Geht ja doch. Ich muss nur länger warten. Entferne Laterne. Alles klar. Ah, macht nichts. Wir müssen eben auch manchmal Sachen ausprobieren. Oh, jetzt ist aber hier sehr dunkel. Siehst du überhaupt noch was? Siehst du überhaupt noch irgendetwas? Ah, die hängt ganz gut. Die sieht auch ganz nett aus. Jawohl. Weiter geht's. Über den dunklen Weg, unter dem Sternenzelt, hängen wir unsere Laternen auf. Ach, ich finde Laternen so schön. Ach, ich finde sie so schön. Und man sieht jetzt auch richtig, wie sie wirken. Man sieht richtig, wie sie wirken. So, hier noch eine hin. Nice, nice. Ich freue mich. Und es geht auch so einfach. Viel einfacher als den Laternenmast zu bauen. Ja, wunderbar. Das ist unser Laternenweg. So, hier stellen wir. Hier stellen wir noch eine Fackel hin. Eine Fackel, eine Gartenfackel. Komm, wir stellen hier eine Gartenfackel hin. Dann ist es hier auch noch ein bisschen hell. Und nun spazieren wir auf unserem Laternenweg zurück zu unserem Haus. Und ich würde sagen, die Abstände sind eigentlich ganz gut getroffen.
Wie gesagt, alles nach Augenmaß. Hätte man noch ein bisschen enger zusammenbauen können. Aber ich finde das ganz nett. Sehr schön. Würde mich freuen, was du davon hältst, von diesem schönen kleinen Laternenweg. Schreib's gerne in die Kommentare rein. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.